Also generell ein Profivertrag ist eine riesengroße Ehre für mich. Und das dann auch noch bei einem Verein wie VfL Osnabrück mit also den besten Fans auf jeden Fall in der dritten Liga, zweiten Liga auch auf jeden Fall. Und das ist eine Riesenehre für mich, schon in der Jugend hier spielen zu dürfen und jetzt auch meine Sache, die ich liebe, zum Beruf zu machen, ist ein überragendes Gefühl. Und ich bin froh, dass mir diese Ehre zuteil wurde und jetzt will ich dafür auch immer weiter Gas geben. Ja, auf der einen Seite bin ich echt glücklich und stolz darüber, meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben. Auf der anderen Seite motiviert das, beziehungsweise ist es natürlich ein sehr großer Ansporn, meine weiteren Ziele zu verfolgen. Das erste Mal, als ich dort war, wurde ich sehr gut aufgenommen von den Jungs. Die kommen mir da sehr entgegen. Ja, dann fiel es mir auch einfach, mich anzupassen und ja, fußballerisch damit zu machen. Also ich trainiere jetzt ja schon seit 2 Jahren mehr oder weniger mit. Und seit letztem Sommer dann auch wirklich nur bei den Profis, mache quasi die Spiele bei U19. Und das ist ein riesen Entwicklungsschritt, den ich dadurch gehen konnte. Schon mein letztes U19-Jahr quasi hier bei den Profis zu verbringen, mich schon an den Profifußball anzutasten. Und dann mit einem guten Torwarttrainer wie Hütte auch wirklich an meinen Potenzialen zu arbeiten. Und das dann auch wirklich am Wochenende bei U19 dann reinzubringen, weil viele haben diesen Vorteil nicht, dass sie bei Profis trainieren können und dann auch wirklich am Wochenende das dann in den Spielen zeigen können. Und somit glaube ich, dass ein riesen Schritt ist dann auch für mich schon letztes Jahr auch wirklich zu spielen und das optimale Training zu haben. Und deswegen glaube ich, dass ich jetzt auch dann im Sommer in der Vorbereitung direkt angreifen kann und direkt ganz oben mitmischen kann und das Maximale geben kann, um auch die Nummer 1 zu werden. Ja, es ist unbeschreiblich. Also ich war diese Saison auswärts in Dresden dabei, vor 20.000 Leuten, ja, sich wenigstens aufzuwärmen, sage ich mal, ja, war schon sehr gut und ja, motiviert natürlich auf der anderen Seite auch. Die Bremer Brücke, ja, ist ein besonderer Ort, habe ich auch schon erlebt, als ich im Kader war und ja, motiviert mich natürlich. Also ich meine, ich war vorher noch nie im Kader. Erstmal die Abläufe und so mitzubekommen, dann auch wirklich auf dem Platz zu stehen, die Fans zu hören, das war saugeil. Und ich hoffe dann bald nicht mehr nur im Kader zu sein, sondern auch wirklich auf dem grünen Rasen zu stehen. Stärken weiter ausbauen und ja, Schwächen optimieren. Und ja, nächstes Jahr freue ich mich natürlich ohne die Schule, mich komplett auf den Fußball zu fokussieren und ja, deshalb. Ja, gebe ich weiter Gas.